Hallo Turp, hier ist euer Triple D. Zweite Folge und direkt mal eine Änderung. Also keine Änderung, sondern neben ist der Graffiti und der wird für dieses Let's Play die Leitung übernehmen, sage ich mal. Also der wird spielen und kommentieren. Ich hoffe, es gefällt euch und ich bin erstmal raus. Na wirklich, der ist wirklich raus. Select jetzt meinen Charakter. Und okay, hier wird erstmal alles erklärt, wie die Steuerung funktioniert. Ich gehe erstmal nach rechts. Kannst du gleich erzählen. Okay, ich bin voll der Kack-Move. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Ich hoffe auch, dass man nicht dieses Scheiß klicken hört. Das ist direkt neben dem Mikro. Richtig professionell gemacht. Also Scheiße, was ist das denn? Ich habe nicht so viel gesehen, ich habe jetzt noch auf dem Block gefahren. Warum nicht ein bisschen gesehen, oder? Oh, trotzdem. Oh, goldenen Eingang schon. Was ist das denn? Void, Rage. Ich weiß nicht, Void. Irgendeine Rage-Phase auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das Speed, dass ich mir spritze. Mein Adrenalin hochgepusht wird. Und das hier habe ich gehört, wenn man jetzt Leben opfert, kann man mit Glück ein Item kriegen. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist jetzt vom Boss, weil deswegen tue ich es mal jetzt lieber nicht. Also, ja, ansonsten gibt es hier keinen anderen Raum mehr, also würde ich sagen, direkt mal ein Bossfight schaden. Okay. The Duke of Flies. Ach du Scheiße. Der ist Fliegenboss. Der ist richtig krass. Weil er die ganze Zeit halt Ads spawnt. Und die würde ich erstmal. Also es werden es einfach zu viele und der Kick ist einfach nicht. Ey, das ist schon in so einen Mund reinschmeißen. Guckt man eigentlich so wieder. Pageants Boy. Pageant. Vielleicht spricht es falsch aus. Keine Ahnung. Okay. Ja, der scheißt mich an. Das ist natürlich total nice. Gar nicht asozial. Ich opfer mal mein HP. Okay, was ist drin? Spinnen. Das ist natürlich total nice. Ich opfer HP, damit ich HP opfer. Charm of the Vampire. Bin ich jetzt ein Vampir? What the... Wie geil ist das denn? Was kann ich denn dadurch? Was ich doof finde ist, hier steht nirgendwo eine Beschreibung, was diese Items überhaupt bringen. Also schon mal sehr negativ in meinen Augen jetzt betrachtet. Arcade, kann ich da eigentlich schon rein? Kann ich einen Schlüssel davon nutzen? Er geht sogar. Hier ist halt so ein Glücksspiel-Ding. Da kann ich auch Items kriegen, aber im Moment kriege ich überhaupt nichts. Hier kann ich HP opfern, damit ich Geld kriege. Okay, ich spiele mal mein ganzes Geld hier raus. Also,
Schloss von Maracan. Skatoli. Was? Ich habe einen Scheißklumpen auf meinem Kopf. Warum? Egal. Scheiße macht glücklich. Boah, Alter, wie schnell laufe ich denn? Ach du Scheiße. Ach du Müll. Du Müll, was? Gar nicht eklig. Noch ist es einfach, noch ist es einfach. Ja. Oh. Alter, die sind echt zu schön, die Viecher. Ja. So. Das sind nicht mehr wieder. Ja, hab ich. Ich weiß nicht, was es bringen sollte. Irgendwas wird schon. Ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass Lifestyle bringt. Monstro, geilster Name überhaupt. Oh oh. Oh. Moment mal. Nee, doch nicht. Okay. Ich hab gedacht, nur wenn er in diese Pfützen, in diese Blutpfützen reinspringt, dann macht er diese. Ja, komm, spuck mich voll. Alles hier ist cool. Krasier, das war gut. Irgendwie aber nur die gleichen Bossmonster, ist total irgendwie eintönig. Dann werden die Bossen immer hier anders nahezu unschaffbar. Das ist aber der Low-Boss. Der erste Instanz schafft nicht seine erste Ebene, also nicht diese Ebene, sondern gleich. Das bringt jetzt Verordnis. Ja, du musst ja schon den ersten Totenkopfboss jetzt legen und dann kommt er noch eine Ebene und da ist komplett anders. Du musst eben die erste Ebene schaffen, dass die der Geist uns dann nochmal einbringt. Ja. Okay, ich opfer mal, glaube ich, wieder einen HP. Ja, jetzt hab ich den Brother Bobby. Der hilft mir jetzt halt beim Schießen und der macht mit Schaden auch. Ich glaube, der macht genauso viel Schaden wie ich. Ich glaube, ich geh mal hier an. Was eigentlich sehr dumm war, weil jetzt muss so viel HP verlieren. Ach du Scheiße, guck mal. Bam. Bam, fast tot. Hätte ich machen sollen. Das Viech. Schrumpfkopf. Herz, Scheiß, was? Ein Kinderherz habe ich gerade aufgehoben. Ja, dann ist ja alles. Hä? Oh nee, jetzt sag nicht, ich habe das umsonst meine HP hier geopfert. Oh Mann. Schade. Ich bin tot, nice, jetzt schon. Aha. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Okay, einer geht noch. Mal schauen. Wie lange dauert das Spiel mit der Mutter jetzt, okay? Explodiert, wenn du zu nah dran kommst. Ich glaube, die Farbe der Monster sollte ein bisschen stärker sein. Oh wow, ach du Scheiße, was ist denn das?
und ich spring echt weit. Ja. Bombe hinsetzen und... ein Herz. Ja, ein Schlüssel. Gar kein Geld und das Lagerfeuer schießt. So. Ich will mich töten, alles hier will mich töten. Mom's Eye, ach du Scheiße. What the fuck, wie sieht das denn? Boah, ist das geil! Wir schießen beiden Richtungen, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Krass, Mann, ich hab ein Auge, aber ein Hinterkopf. Das sieht richtig eklig aus. Aber ich hab ein Feuer. Dann kann man jetzt auch schon einen Boss. Es ist Isaac vs. Widow. Ich stelle mich mal hier inzwischen. Du kannst mich jetzt geben. Alter, der killt mich. Ich bin schlecht in diesem Spiel, Alter. Ne, das sind viel zu viele Spinnen jetzt. Wenn ich das besiege, ne? Wenn ich das besiege. Ne. Schon wieder verloren, Alter. Ich hatte zu wenig Equipment. Einfach nur. Das war echt scheiß Equipment, der hat mir bei diesem Boss gar nichts gebracht. Jo. Schade. Nächste Aufnahme geht anders. Wie? Wenn wir diese abwechselnd machen. Ach so, ja. Soll ich denn jetzt schon Cut machen oder wie? Ja, klar. Okay. Vielen Dank, wenn ihr diesen Part bewerten würdet. Und dann vielen Dank, dass ihr den Part bewerten würdet. Hä, hab ich gar nicht gesagt. Vielen Dank, dass ihr den Part bewerten. Wenn ihr diesen Part bewerten würdet, habe ich gesagt, du Noob. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei euren Triple Gravity.